Die folgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Ja. Yeah. Die Zahl der Infizierten und Toten durch Covid-19 in Altenheimen steigt. Für die Bewohner ist das Coronavirus besonders. Tatsächlich zeigt die Krise, nichts macht den Deutschen offenbar so viel Angst wie das mögliche Fehlen der Zeltstoffrollen fürs stille Örtchen. Sobald die WHO offiziell eine Corona-Pandemie ausruft, greift was ist Corona? Was soll die Scheiße immer? Wo sind meine Sendungen? Nicht nur Deutschland, die Welt ist im Ausnahmezustand. Quarantäne gestellt. Einmal noch die Nachmittagssonne genießen, bevor es wieder kalt wird. Noch einmal Freunde treffen, solange man noch darf. Was halt? Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor. Ja, Mann. Ja, das könnte funktionieren. Ja, hör mal. Ja, Mann, ich mach für euch ein Video. Ja, ich zeig euch, was ich zu Hause mache. Ja, Mann. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ja, wo ist die Kamera? Ja, die gute alte Kamera immer. Ja. Ja, da ist sie doch. Ja. Oh.
So Leute, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier zu Hause schön Essen kocht, gell? So, das beste und wichtigste Zutat ist Weizenmehl. Ja, davon sollte man zu Hause gut genug haben, ja. Das ist lebenswichtig. So, ja, das reicht so viel, ja. Und das nehmen wir jetzt rein ins Mikrowelle. Ja. So. 10 Sekunden. In der Zwischenzeit kann man schön tanzen, ja. So wie man sehen kann, ja. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ihr habt gesehen, was man zu Hause unternehmen kann. Also das mache ich tagtäglich. Also das ist für mich eine Normalität. Ich habe damit kein Problem. Das ist eine Empfehlung von mir an euch. Also, zu Hause Spaß ist am besten. Ich bin gerne zu Hause. So, jetzt geh ich mal schlafen, ne? Für mich hat's heute ausgereicht. Kamera fährt runter. Ciao. Oh.